Abend miteinander, und zwar wir wünschen Ihnen Gottes Segen. Ich war heute Nachmittag schon mal hier, habe den Apfelbaum gesehen und die Bäume, die sind hier markiert, die sind unten markiert, das sieht man jetzt nicht, aber bei den anderen ist es so. Das heißt, da kann jeder zugreifen drauf und wie ihr sehen könnt, da hängen so viele Äpfel hängen hier drauf auf dem Baum. Und genau, wenn man runter zum Boden schaut, da liegt auch schon alles voll von die Äpfel hier unten. Wenn du da kurz mal auch, ja, da liegt der, schon der Boden voll. Und die Bibel sagt es auch so, dass die, ja, die Ernte reif ist, die steht bereit und ja, der Mitarbeiter sind wenig. Spricht die Bibel davon, dass der Mitarbeiter wenig sind. Und so ist es in der Natur. Es gibt so viel, ja, wunderbare Dinge, die wo von selber wachsen. Das heißt, Sonnenschein und Regen schenkt Gott. Und der Mensch, der freut sich gar nicht mehr an diese vielen Gaben. Und es ist natürlich schade, wenn Gott das alles schenkt und produziert und macht. Und der Mensch, der geht ganz gleichgültig mit dieser Frucht um. Und darum hatte ich mich entschieden, ich mache seit, ja, 30 Jahren Apfelsaft. Habe ich eine Presse. Und genau, früher war es noch beim Onkel gewesen oder beim Opa. Aber ich denke, ja, die Presse, die habe ich seitdem ich 15 oder 16 war vielleicht. Und ja, das sind jetzt fast 30 Jahre, wo ich es selber mache mit der eigenen Presse und einem eigenen Moser. Und genau, vielleicht zeigen wir Ihnen in einem Video, was man da eben mitmachen kann, eigentlich mit einem Produkt, wo sonst niemand verwertet. Und genauso möchte es auch bei Gott sein. Die Menschen, die, wo vielleicht denken, sie sind wertlos oder sagen, ja, ich bin in Sündenschuld gefangen, was kann ich mit meiner Sünde tun? Das war gestern auch unter anderem in Rodenburg, wo eine gesagt hat, ja, was kann ich tun, wenn ich die Sünde schon gemacht habe? Ich kann es ja nicht mehr rückgängig machen. Und dann hat ihm der Herr Jesus Christus eben eine Lösung, dass er sagt, ja, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, ich möchte euch erquicken. Das heißt, der Herr Jesus Christus will uns erquicken, wo wir uns selber nicht erquicken können. Der Mensch kann von sich aus keine Freude produzieren, ja, so wie der Apfel von sich aus keinen Apfel machen kann. Ja, das kann nur der Herr tun, wenn man an ihm bleibt. Das steht dann in Johannes 15, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Das heißt, ja, sobald der Apfel gelöst ist hier von den Stängeln, dann, ja, kann er nicht mehr wachsen. Und dann, auch wenn es nur ein kleiner Apfel ist, aber dann ist dieses Leben, wenn du kurz mal hier hinschaust, ja, sobald der sich hier löst, dann ist dieses Leben, der kann nicht mehr wachsen, dieser Apfel. Und so soll es bei uns sein, dass wir sagen, jawohl, wir wollen, so wie der Apfel hier beim Baum hängt, dass er wachsen kann und Frucht bringen kann, so sollen wir beim Herrn Jesus Christus sein, weil von selber aus können wir nichts tun. Ja, und das möchte ich Ihnen mit dem Video auch zeigen, dass Sie das erkennen können. Ohne Jesus Christus können wir nichts tun. Nicht eins können wir tun. Und das ist unsere einzige Hoffnung, dass wir sagen können, wer Jesus Christus hat, der hat das Leben. Und ich freue mich jetzt schon so, wenn ich die Äpfel sehe, wenn wir die dann gleich noch zusammen machen. Hier im Auto können wir kurz mal schauen. Ich habe da auch einige Behälter. Und dann, genau, wenn du mitkommst, haben wir einige Behälter hier. Und wir haben auch eben auch am Auto haben wir den Bibelvers hängen, weil unser Auto ist in der Werkstatt. Aber da steht hier auch nochmal drauf, Johannes 3, Vers 36. Wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohne nicht glaubt, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Ja, das ist die Botschaft eben auch. Und da sind noch die Behältnisse drin, die wir jetzt dann füllen dann. Und genau, und dann geht es zur Muse und zur Saftpresse. Und dann wird vielleicht in ein, zwei Stunden schon der erste Saft rauslaufen. Dankeschön, wir wünschen Ihnen, ja, Gottes Segen an diesem Wochenende. Und dass Sie die Augen offen halten, auch in Ihren Garten, wo sind die Früchte reif, dass Sie die verwerten können. Oder wenn sie ausgezeichnet sind, wo man sich's mitnehmen kann, dann kann man sich gern auch da bedienen. Das ist kein Diebstahl, weil die sind eben ausgezeichnet. Ja, vor 2 Jahren hat meine Mutter auch noch gelebt, da hat sie auch mitgeholfen. Und es ist auch eine schöne Erinnerung, da war auch das Wetter so traumhaft, da die Sonne geschienen und blauer Himmel. Vorhin hat es auch gerade noch geregnet, war ein schöner Regenbogen. Aber jetzt hier kann man es noch erkennen, der Himmel ist nahezu, ja, schon wieder blau und es stehen noch mehr Bäume hier. Von daher, wir wünschen Ihnen Gottes Segen an diesem Wochenende. Der Herr Jesus Christus segne Sie. Amen. Shalom.